Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren besonderen Folge bei den Hofgeschichten auf unserem Vorhof. Wieder mit dabei der Prilli und der Zwiebel. Machen wir eigentlich was Besonderes? Ist die länger oder? Moin! Es ist auf jeden Fall Folge 100. Was wir draus machen, ist ja unsere Sache, ne? Es liegt an uns, ja. So, was machen wir draus? Also, wir haben uns nicht vorbereitet und für Folge 100 nichts geplant. Und, wir hätten noch nie gedacht, dass es so viel von diesem Format wird. 100 Folgen aber geben. Eine gute Nachricht, die wir jetzt entdeckt haben zu Folge 100, dass diese Sprinkleranlagen auch inhäusig funktionieren. Ja. Das ist schon echt toll. Das habe ich aber letzte Folge schon entdeckt. Gut. Trotzdem. Ein Monat alt. Ja, was machen wir? Ja, ich werde noch weitere Rätsel lösen, habe ich mir überlegt, und gleich dieses Artefakt dem Dings bringen. Also wir haben ja... Du wolltest ja auch noch das Ding ausgraben. Ja, ja, ich buddel das gleich. Liebe aus. Leute, wir ich haben ja das überlegt, im Vorfeld dieser Folge, ob wir dieses Format einstellen, aufgrund mangelnder Motivation. Aber wir werden es wahrscheinlich nur ein bisschen... Oh, wir haben wieder Geheimdienst 13 verpasst. 12 Uhr mittags, pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Aha. Ach, Mensch. Ja, Zwiebel sagt es richtig. Wir hatten überlegt, das Projekt enden nach 100 Folgen, weil wir das Gefühl haben, dass es auch nicht mehr so viel irgendwie zum Spachen gibt. Wir sind hier die ganze Zeit eigentlich nur noch am... Rumrum, habe zumindest das Gefühl, weil ich jetzt in der letzten Folge wieder sehr viel Spaß hatte, durch das Rätsel lösen. Aber dann haben wir machen wir einfach eine Pause mit Stadio. Also es ist offiziell nicht beendet, der Server existiert ja weiterhin. Und ich glaube, dass ja auch eine neue Welt kam im Multiplayer, oder? Das heißt, wenn man irgendwann nochmal neu anfangen möchte, geht das ja auch. Da finden wir sogar eine neue Welt vor. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 4 verschiedene, oder? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Boah, weiß ich gar nicht, aber ja, als wir angefangen haben, gab es schon 3 und dann kam noch diese Multiplayer-Welt dazugekommen. So, das Ding ist halt einfach, dass wir auch mal wieder was Neues erleben wollen. Und Stadio ist mega super und wahrscheinlich können wir da noch 100 Jahre mitspielen. Aber wir haben schon überlegt, was für neue Projekte anstehen und haben schon ein gutes Projekt gefunden. Ja. Ja. Möglicherweise. Wo ihr wahrscheinlich auch Spaß dran haben werdet. Zumal es halt sehr variantenreich ist. Möglicherweise, ja. Deswegen lasst euch überraschen, was anstelle von Stadio kommt. Genau. Aber die Hofgeschichten, wie gesagt, sind nicht tot. Sondern sind erstmal, wie es hier so schön zu sehen ist, auf Eis. Genau, der Winter bleibt bestehen. Wir müssen erstmal quasi neue Geschichten schreiben, bis wir sie zeigen können. Richtig. Ja. Wir hatten für 100 Folgen, hatte ich hier ein Skript liegen. Das haben wir streng eingehalten. Genau. Und das ist halt jetzt erstmal durchgearbeitet. Ja, jetzt habe ich das auch, diese Strange Doll, komische Puppe habe ich. Ja, es ist halt alles geskriptet gewesen, ja. Stimmt. Ja. Von vorne. Jetzt können wir es ja sagen, genau. Und in Wirklichkeit sind wir Schauspieler. Jeder Rage war studiert, vorher lange geübt. Genau. So, neue Belohnung. Das Museum hat jetzt diese komische grüne Puppe. Und du hast die jetzt auch gefunden, Mene. Ja, aber ich habe halt auch nur die Notiz. Toll. Super Belohnung, dreimal dreifacher Espresso. Ah, herzlichen Glückwunsch. Super. So, jetzt gucken, ob heute irgendwie Läden aufhaben. Das für so eine Puppe, nicht verkehrt. Ja, für eine komische Puppe. Ah ja, entschuldige bitte. Ich will aber mehr so eine Dingsrätsel. Das hier, was soll das denn sein? Notiz 15, Meerjungfrau-Show. 15423. Tja. Ruf mich an. Na, Mermaid-Show. Ist das ein Datum? Nein. Nee, wüsste ich nicht, was das für ein Datum ist. Die Mermaid-Show, war das nicht ein Teil von so einem Event? Ja. Von diesem Wasser-Event? Ja, aber das ist ja trotzdem eine Notiz. Was heißt, und was heißt 15423? Vielleicht waren das die Maße der Meerjungfrau? Konnte man da irgendwas machen? Oder musste man da nicht durch irgendwelche Türen gehen oder so? Ja, irgend sowas wird doch war doch. Notiz 14. Ich habe etwas hinterm Gemeinschaftszentrum versteckt. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht, ne? Ja, glaub schon. 12. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages frisch
Eine Rotbarbe. Was soll das sein? Ich muss ja da sagen, ich habe momentan eine etwas andere Haltung hier zum Fischen, seitdem ich ziemlich gerne Animal Crossing spiele auf der Switch. Das spielst du? Ja. Ich bin enttäuscht und entsetzt von Nein, dir. Das ist so geil, das macht echt Bock. Also ich, das ist auch gerade voll im Trend. Weil ich nicht wusste, da, was das ist. Naja, der Trend ist jetzt auch schon wieder fast vorbei. Ja, was heißt Trend? Ich finde es einfach mega geil. Habe ich halt hin und wieder mal Streamerinnen hauptsächlich, die das spielen, mir angeguckt und habe dann im Abstand von 3 Wochen nochmal bei denen reingeguckt. Da hat sich einfach fast nichts verändert auf dieser Insel. Sie sind immer noch irgendwie am Geld scheffeln. Ich verstehe dieses Spiel nicht so richtig. Ja, es geht halt nicht voran. Naja, doch, es geht schon voran, aber man sieht halt wenig. Also, es ist jetzt nicht, dass du die Insel ständig irgendwie komplett neu dekorierst oder so, keine Ahnung. Also, das hat jetzt nichts mit Farming zu tun, dass du irgendwas anbauen musst oder so. In der Form. Ja, ich glaube, das wäre dann ein Ticken noch zu seicht. Ja, du kannst es halt natürlich komplett spielen, dass du nur auf diese. Jeden Sonntag kommt so eine Verkäuferin für irgendwelche Rüben. Und diese Rüben quasi, die kaufst du und spekulierst halt mit denen, ob der Kurs steigt oder fällt. Und du kannst damit halt richtig Kohle machen. Hat jemand auf der Farm? Was? Unsere Farm? Ist gerade jemand auf unserer Farm? Nein. Ja. Oh. Kannst du mal zum Pferdestall gehen, bitte? Welches? Der hat da. Da sind so Würmer im Boden. Kannst du die mal wegmachen, bitte? Ja, warum? Was machst du? Okay, und dann geh mal weg. Ah, ne, ist blöd. Kannst du mal noch ganz links am Rand die 2 Bäume wegmachen, bitte? Wo stehst du? Ja, das verrate ich dir nicht. Ne, es sind 4 Bäume. Weiter nach links, ganz am Rand. Diese, die hier unten? Nee, weiter nach links, genau da. Diese, genau. Die alle weg, bitte. Ein Zug fährt durch das Sternportal. Mach die mal weg, die Bäume, bitte. Aha. Inklusive Stumpf. Oh, da war eine Notiz, kam raus. Ja. Ich beobachte dich. Diese ganzen, genau. Was ist daran so besonders, dass hier ein Zug durchfährt? Weiter. Das war schon häufig. Die anderen Bäume auch noch weg, bitte. Da sind noch 3. Was machst du denn? Den Mittelfinger malst du mir. Komm, mach mal. Sich da eben versteckt. Das sehe ich. Nee, Penis ist es, okay. Nee, ich wollte da eigentlich Mähne stinkt schreiben. Kannst du mal bitte noch die 3... Da ist da eben was reingehüpft hier. Was denn? Ja, ich bin hier gerade auf dem Strand wieder auf Weg nach Hause. Und wo ich über die Brücke gekommen bin, ist irgendwas hier in so einen Busch reingehüppelt. Wenn ich jetzt da drinne wäre? Ich konnte es nur bauen, während du raus warst. Was wird das? Das wird bestimmt die Schleimfarm wird das. Ah. Wer braucht die denn? Ich dachte, du hast jetzt hier so eine Nursery gebaut, also eine Entbindungsstation. Nee, können keine Kinder kriegen. Papalapap, in dem Spiel ist alles möglich. Sei doch mal ein bisschen weltoffen. Und wenn nicht, dann schreiben wir einfach ein Bug-Ticket an den Entwickler. Genau. We are men and we want to get pregnant. We want to be adopting und so weiter. Ja, wahrscheinlich. We want a Heilboot. Heilboot? Give me the Heilboot. Sei gegrüßt, Brilli. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich, Key. Nein, habe ich nicht. Was redest du denn? Du musst so eine komische Muschel, oder du hast die Muschel doch schon bei dem vorbeigebracht, ne? Oder? Das ist geheime Notiz 22. Habt ihr die denn? Ja mit seinen Notizen die ganze Zeit. Ja, aber das... Ich kann mich gerade nicht an den dunklen Tunnel erinnern. Beziehungsweise doch, diese Batterien, die wir da reingemacht haben, oder was? Ja, und da sagt er jetzt, also bei mir sagt er, ich war gerade nämlich nochmal da, da hat er mir jetzt gesagt, ich soll ihm doch bitte eine Regenbogenmuschel vorbeibringen. Er hat denn hier die ganzen Steine rausgeholt? Keine Ahnung. Ich habe die da rausgeholt für die Schleimfarm. Aber ich habe noch ganz viele übrig. Haben wir keinen Quarz mehr auf Tasche? Oh. Steine zurück, so. Ach da, alles klar.
Du bist mein Quarzibär, ich lieb dich so. Quarzibär. Das ist ein Typ, Alter. Ja, ja, deine Mutter. So. Was? Danke. Stößchen. Coleslaw habe ich jetzt gelernt. Als Rezept. Saufen wie ein Wikinger, du. Blinkst du jetzt da auch? Schwiebst. Red Cabbage. Cabbage. Essig, Mayonnaise. Auf die 100, mein Freund. Jetzt müssen die Randale hier machen, oder wenn? Ja. Randale. Das ist geil, wenn man Mähne töten könnte. Was ist das ja eigentlich? Hier gibt es auch Briefe, ne? Die sind auch alle aufgelistet. Ja. Jeder, der dir schon mal geschrieben hat oder was du bekommen hast halt. Das ist aber auch neu. Das gab es letztens noch nicht. Die ganzen Briefe da in der... Okay. Was ist denn jetzt eigentlich mit den Hasenpfoten? Ja, wir müssen unsere Hasen großziehen. Dazu müssen wir unsere Hasen großziehen für die Hasenpfoten. Die wir noch nicht gefunden haben. Artefakte. Welche Achievements fehlen euch denn noch? Es gibt ja auch Achievements. Ja, hast du noch ein paar Steine auf Tasche? In der Steinekiste sind die alle. Ah, okay. Mir fehlen halt auch noch Fische. Und was war jetzt die Steinkiste? Ganz links oben. Zweite. Oder die zweite, ja. Kann auch sein. Da sind noch zwei Stück drin. Ja, dann ist es die erste Kiste. Ah, okay. Da habe ich es falsch einsortiert. Da sind mehr drin. Ja, ich habe es falsch einsortiert, sorry. Kein Problem. Ich gehe mal pennen, oder? Gehen wir pennen? Ja. Was machen wir dann? Tag 2, Folge 100. Irgendwas müssen wir noch machen. Sonst sagen die Leute, was war das für eine Folge 100? Vielleicht geht es ja länger als 2 Tage. Und das meinst du ist das Besondere? Und am 3. Tag machen wir einfach gar nichts. Stellen uns einfach mitten in Bild und gehen AFK. Ich habe doch jetzt gerade hier 30 Sachen hergestellt. Geh mal ins Bett. Stelle? Also 30 verschiedene Gegenstände. Du ja, aber nicht. Aber bei der Nähtante nicht einfach so. Was? Bei der Tante, wo man nähen kann. Wo man Rüstungen herstellen kann. Was ist da? Da musst du die 30 Sachen herstellen, gehe ich mal von aus. Nein, stelle 30 verschiedene Gegenstände hier. Was ist denn? Was machst du denn für einen Stress, Junge? Schlafen, müde. Ach du. Dann trink nicht so viel Bier, dann bist du auch nicht so müde. Ich trinke kein Bier. Ja? Gaffels Fassbrause. Du hast davon nichts Respekt, wa? Fassbrause geht. Wenn man sich nicht so viel Zucker wie mit Cola reinkippen will. Fassbrause außerhalb von Berlin, ey. Uff. Ja. Fischen Stufe 6+1 Angeleffektivität. Neues Herstellungsrezept Reha. Neues Herstellungsrezept. Du kannst Fallen einfach nicht fischen. Bilder. Lass es mit dem Fischen sein! Nein! Ich will nur noch mal an die Folge erinnern, wo wir diese ganz seltenen Fische finden mussten. Ne? Ja, und wer hat eine geangelt? Wer hat eine geangelt? Ja, das war nicht der Brilli. Nee. Das war der Rotzgören. Es schneit schon wieder hier in diesem Land. Was bin ich eigentlich für ein Level bei Fischen? Wo steht denn das? 0815 bist du. Alter, wieso habe ich zwei Herzen bei Pam? Das ist einfach widerlich. Nun. Habe ich aber auch. Bin ich jetzt? Ich bin 10. Wo siehst du das eigentlich? Das ist der zweite. Ja, Escape drücken und dann. Ich bin Hofarbeit und Fischen bin ich 10. Bist du auch irgendwo 10? Ich bin bei Farming bin ich 10 und bei Foraging auf 9. Ich muss noch ein paar Bäume fällen. Wo seht ihr das denn? Der zweite. Reiter. Der so aussieht wie du. Und dann hast du die ganzen. Ach, Skills. Da. Ja, Hofarbeit bin ich nicht 10. Nicht bei Fischen, ne? Nein, bei Fischen bin ich 6. Ich würde sagen, wenn du mal unten ins Wallet guckst, ne? Mir fehlen insgesamt noch 2, 3, 6, 8 Punkte, dann bin ich komplett voll. Und euch? Oh, deutlich mehr.
Also bei Minen fehlen mir noch 3 Punkte, bei Sammeln 6, bei Fischen 6 und bei Kampf 5. So, und haben wir jetzt den Beweis, wer hier am meisten gemacht hat in diesem Spiel bis jetzt. Oh, hat immer Dankeschön, dieser Schwanz liebe Vergleich. Freunde. Ja, ich habe uns hier hingebracht. Oh, bist du wegen mir so groß? Ja, genau. Du hast uns auf deinen das Schultern habt ihr ja nie, das habt ihr ja immer bestritten und jetzt ist es schwarz auf weiß, sagen wir mal. Oh, ist mir schlecht, ey. Komm, wir lassen das. Wir machen Folge 100, dann ist der Bums vorbei hier. Folge 100 wird dann immer unser letztes Projekt. Da haben wir uns zerstritten. Oh, deine Bitch hier am Bauen. Bau, hol mal Bier. Ja, warte, nur bauen oder Bier holen? Echt, ey. Ali, tu mal 3 Bier holen. Ihr guckt eine Frau beim Bau zu. Ach komm, so. Leck mich mit eurem Stein. Boah, leck mich mit eurer Schneesüßkartoffel. Du bist ein bisschen unausgelastet, oder? Ja. Ja, schlimm. Der Verkäufer, wenn ihr so heute da. Dem willst du heute mal so richtig in die Suppe spucken, oder? Nicht bei mal dem, der ist da. Beim Verkäufer really. Kann man übrigens auch Hasenfutter kaufen, genau. Echt? Ja, aber der ist halt. Ja. Oh! Pfeilspitze-Artefakt gefunden! Hammer! Wo denn? Wo war denn diese scheiß blöde Quarz? Schon insgesamt gefunden 2. Verdammt, hab ich schon. Ja, nee. Boah, ich hasse diese Kisten. Er hasst diese Kisten sehr. Ja, hart. Er mag sie einfach nicht mehr. Ich kaufe jetzt einen neuen Hut. Gibt's irgendeinen neuen Hut? Torpede. Die hauen wir mal an die Wand. Habe ich den Bowlerhut? Das musst du doch wissen. Oh, da ist Geld flöten. Jetzt ja, ich glaub, hat er den Hut. Ich glaube nicht. Ich kenne mich so noch nicht. Das ist ja wunderschön. Streifen machen, aber hier gleich mal richtig freundlich. So. So, wir zeigen jetzt nochmal den Zuschauern, wie man richtig fischt, falls ihr beim Zügel geguckt habt. Hier, das macht man so, da hat man direkt Max. Ja, erstes Mal ausgeworfen, direkt Max. Ja. So, das bringt aber alles nichts, wenn man nicht die richtigen Fische fängt, oder? Zack. Und ja, wir haben ja schon alle, die man fischen muss, außer wenn man diese Dinger noch voll machen will. Oh, ein Stühlchen, mein Pinkel. Oh, und dann haben wir hier mal einen richtig schönen Kaulbarsch. Einen Kaulbarsch. Gauli! Oh, ist dahin. Da kommt Stühlchen. Ich hab was zum Museum gespendet. Oh. Was denn? Grüne Puppe? Skeletal Hand. Non-Kaulbarsch ist ja langweilig. So. Nehmen wir hier Hühnchen hin. Arschloch. Darf man übrigens nicht beim Willi. In der Nähe vom Willi Kaulbarsch fangen ist ganz übel. Wow! Was ist das denn für einer? Alter! Der hat mich jetzt direkt tot gemacht. Wer denn? Okay, was denn? Jetzt bin ich angefixt. Jetzt ist er gefickt. Nee, wenn du in der Nähe vom Willi. Das ist der schon wieder! Alter, den kann man nicht fischen. Sorry. Welcher Willi denn? Der Seemann-Willi. Okay, und der hat was dagegen, wenn du irgendwelche Sachen fischst. Nee, den Kaulbarsch, dann krault er dir nämlich einen Arsch. Ach, und da hast du gerade keine Lust drauf. Nee. Verstehe. Kommt aber auch selten vor. Ne? Alter, den kann man nicht fischen. Was ist das denn für ein Ding, Alter? Der hat doch so eine komische Krone auf. Ja, das ist der Überfisch. An einer Wand. Alter, was ist das denn, okay. Mann? Aha. Ich bin Level 10, du kannst nicht mehr besser werden beim Fischen und ich krieg den nicht. Ja, soviel zum Thema, du kannst alles. Oh. Dann hat mir das Spiel aber einen schönen Strich durch die Eier. Jetzt ist wieder ein normaler Fisch, den brauchen wir überhaupt nichts machen. Kann ich dieses Kack-Hühnchen nicht? Gib mir den kranken Typen jetzt wieder. Von wann war das? Von 12 Uhr ungefähr. Im Winter? Am 4. Das ist wieder eine normale. Leute, das macht mir doch keinen Spaß. Hab ich hier immer eine Angel. Ja.
Gib mir den Kranken jetzt. Das ist doch nicht wahr. Ich höre jemanden Bäume fällen. Ja, hier, ich bin das. Boah, so ein feines Gehör. Zwiebel, komm doch mal hier runter. Vielleicht kriegst du ja auch diesen Kranken. Wo bist du denn? Ah, beim Hutverkäufer über die beiden Brücken. Und dann auf der Insel. Einfach ein Hutverkäufer. Krieg ich nicht mehr. Ich guck's mir gleich mal an. Wir angeln, wir angeln, wir fällen die Bäume, Bäume fällen, Bäume fällen. Jetzt gib mir doch nochmal den kranken Fisch, ey. So, jetzt guck ich mal, wo der... Da! Oh! Wie kannst du nicht? Der geht von unten nach oben innerhalb von einer Millisekunde. Boom! Und dann geht er in die Mitte und dann geht er nach ganz unten. Und dann ist so in die Mitte? Klein in die Mitte. Hast du irgendeinen besonderen Köder dran? Ja, sicher. Den Königsköder. Alter, den, wie, was nee, will nee, man nee. Denn? Ich hab nämlich hier, du hast den ja wahrscheinlich auch schon gelernt, so ein Dreher. Der Mist, aber was kaputt gegangen. Ich hatte gerade noch mehr an der Angel. Okay. Alter, ich weiß nicht. Vielleicht muss man den vorher... Macht er das? Komm doch mal her, was machst du denn? Ich bin da auf dem Weg. Alter, du kommst aber auch nicht. Nee, ich bin gar nicht auf dem Weg. Geil. Hat er gemerkt, dass das Lügen nicht stimmt. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Bist du hier auf so einer Insel oder was? Du siehst mich da auf der Map. Ja, auf der Map. Ich höre ja auch schon dauernd deine Angel hier. Der Fisch ist ja hier in Ordnung, ja. Der war ein bisschen herausfordernd. Schöner Längdor. Schön 190 cm. Aber nicht zu herausfordernd, aber das andere, das ist ja unmachbar. Da ist er. So, lass mal ein Profi hier ran. Ja, kannst auch woanders reinhalten. Was hast du denn jetzt an der Angel, Köder? Oh. Auch so ein kranken Bastard. Hat er da so eine Krone? So ein... Habe ich nicht drauf geachtet. Wo war die Krone, wenn dann? Ja, der sieht einfach anders aus. Normaler, wenn du einen hast, dann ist das ein normaler Fisch und der hat so ein goldenes Teil da irgendwie. Weiß nicht mal, ob es eine Krone ist. Ah. Oh, da ist es. Doch, der hat einen Hut auf. Ein Hut? Der hat einen Hut auf. Passt doch zu dir. Ah, der ist jetzt hier aber ganz entspannt, der Fisch. Ja, gibt halt die den richtig krank. Ja, ich weiß. Da ist er schon wieder. Ey, das... Boah, so weit war ich noch nie. Der rastet aber vollkommen aus. Kaulbarsch. Der rastet vollkommen aus, ey. Der dreht voll am Rad. Ich glaube, der will nicht gefangen werden. Ist jetzt meine ganz kühne Vermutung, aber... Ja, aber wie will man den denn überhaupt fangen? Das geht ja gar nicht. Ich hab ihn, glaube ich, jetzt wieder. Oder irgendeinen anderen Scheißer. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Wie gesagt, das merkst du, dass er innerhalb von einer Millisekunde geht er nach oben und nach unten. Ah, der ist aber auch schon ein bisschen anders hier. Alter, Fischi, komm klar. Ich hab dich doch fast schon gehabt. Du bist zwar ein Scheißfisch. Oh, nicht gefangen. Oh Mann, ey. Drecksangel. Ihr seid so schlecht. Halt mal. Wenn man wenigstens mit der rechten Maustaste den Ding wieder senken könnte oder so. Da ist er wieder. Alter, was ist denn mit dir nicht richtig und schon wieder vorbei? Ja, dann braucht man bestimmt irgendwas anderes, um den angeln zu können. Was denn? Eine Brasse. Was es so alles gibt. Weiß ich nicht. Alter, das geht einfach nicht. Das ist
ist total unmöglich. Wieder nicht geschafft. Vielleicht kriegt ihr den ja auch gar nicht, weil der noch nicht Level 10 sei. Vielleicht kriegen wir nur Level 10er. Vielleicht kriegen die nur die besten Fischer der Welt. Ja, und genau, man sieht ja, dass du der beste Fischer bist. Ja. Du schaffst es ja nicht, ihn rauszuholen. Ja, er ist halt auch krank. Ja, nee, ist klar. Ja, dann ist er doch noch leichter rauszuholen. Guckt euch mein 100. Video an. Nee, lass mal. Du mit deinem... Du guckt euch Seiler. Nee, ich schenke dir da keine. Jetzt habe ich nicht mal den normalen gekriegt, ey. Immer guckt meine Videos, abonniert Brillibi, guckt meine Videos. Das habe ich aber noch nie gesagt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Ja, genau. Am besten 5 Minuten Video, 20 Minuten lang abonniert mich. Bald gibt es coole Reaction-Videos. Ja, Mann. Mene reagiert auf Brilli, der auf Zwiebel reagiert. Ein Stream, wie jemand auf ein Reaction-Video Reaction-Videos macht. Ach, das ist doch Wahnsinn! Den kriegt man nicht! Du kannst ja mal gucken. Brilli. Was? Ja, guck doch mal, wie man den... Da muss es doch... Bestimmt Infos geben, wie man den. Ja. Ich glaube, wir sollten dann auch langsam mal. Oh, ist schon 10. Elbe. Hup. Da ist er. Und schon wieder raus. Vor allem, du hast den ja auch ständig irgendwie an der Angel, ne? Ja. Ja, ich glaube, dass ihr den einfach noch nicht kriegen könnt. Kann sein. Ihr habt ja nicht mal eine Iridium-Angel. Ich habe einen Längendorsch mit 108 cm. Ah, hatte ich eben 119. Ach du. Lepscher-Längendorsch hast du da. Kurzdorsch ist das. Ah doch, ich hab ihn auch. Guckt auf jeden Fall mein Video. Abonniert mich, schreibt mir einen Kommentar und alles. Ich hab ihn hier mit Kronen im Kopf. Vergessen bei mir, ne? So lange wärst du nie... Ha, da ist er. Zack, ja. New Record. New Record steht hier. Ich schwöre, da stand billiger New Record. Kaulbarsch. Oh, it's getting late. Komm, bevor wir late werden. Also. Halt doch mal den Rand, ey. Es sind 2 Stunden noch Zeit. Und du bist der Erste, der wieder in den See kippt. Bin eh schon festgefroren. Ja. Oh, Rock. Da ist er wieder und wieder nix. Es ist unmöglich, den zu holen. Außer man friert den ganzen See ein. Oder Dynamit. Jetzt ist nur noch eine Stunde Zeit. Ich geh ins Bett. Ja, ich komme jetzt. Tschüss, Fisch. Merk mir die Stelle und komm wieder. Du bist noch nicht gerettet. Nein. In irgendeiner Folge machen wir dich platt. Ja, ihr könnt natürlich auch, da wir alle klickgeil sind und darauf abfahren, könnt ihr natürlich auch protestieren unter dem Video, dass ihr mehr Stadio- und Hofgeschichten wollt, und dann machen wir das natürlich, wenn es genug Leute sind. Genau. Wenn wir auf egal welcher Kanal es schafft, auf 30 Likes zu kommen, dann geht's weiter. Jeder und Kanal. Und 30 Kommentare. Also jeder, nee, der liked, nee, Likes. Jeder Kanal braucht 30 Likes, und dann machen wir weiter. Wer zum Teufel hat meine Hütte kaputt gemacht? Passend zur 100. Folge. Vor allem bin ich jetzt dadurch neben dem Bett eingeschlafen, weil ich geschockt stehen geblieben bin im Türrahmen. Oh, du bist so dumm, echt. Aber echt, ey. Du bist so dumm. Ich hasse euch. Es liegt doch alles in deiner Kiste, Junge. Ich hasse euch. Ja, wir haben dich auch lieb. Wir hatten hier Tore verkauft. Ich. War nur eins, glaube ich. Ja. Mal weiter. Die Kiefern, die Puppe war so. Aber es war doch jetzt der zweite Tag. Mir egal, ja. Mal jetzt noch einen Tag. Was? Ich will jetzt mein Zimmer wieder einrichten. Ja, nicht so ein Bell hier. Das ist Folge 100, die geht länger. Echt mal. Ich habe auch 2 Lieder an der Fische gefangen. Mene, I'm creating an enchanted stuff of phenomenal power. However, I'm missing something. An Iridium bar. Was passiert denn jetzt? Was ist denn jetzt? Zwischensequenz. Schlumpfine redet mit dem Typen. Ich habe heute Morgen Robin getroffen. Die meinte, du hättest einen neuen Schleimstall. In der Hose? Haben wir, ja. Noch nicht schlecht. In deinem Alter habe ich mich auch für die Schleimzucht interessiert. Es ist widerlich. Es ist ein großartiges Hobby, aber gefährlich. Wie denkst du, dass ich dieses Auge verloren habe? Abgerutscht, weil zu viel Schleim. Haha, just kidding. Hier, ich habe was für dich.
Danke. Das behält grünes Schleimei. Geil. Frisch aus der Nase. Ein Schleimei. Du kannst es in einen Schleimbrutkasten legen, um es schlüpfen zu lassen. Jetzt schau dir mal dieses Ei genauer an. Halte die Augen auf der nächsten Schleimjagd nach noch mehr Eiern offen. Sie sind selten, aber hin und wieder lassen die Schleime eins fallen. Sammle Eier von vielen verschiedenen Schleimen, damit deine Herde nicht so eintönig ist. Halt's mal! Wer will denn Schleime? Ja, gut. Bringst du her. Komm, komm. Willi, ich arbeite an verzauberten Steine. Allerdings fehlt mir eine Iridiumbarren und ich bin mit Rasmodius. Haben wir noch Iridiumbarren? Ja, ne? Ich glaube nicht, ne. Achso, habt ihr jetzt auch dieses Ei? Ja. Wo sollen wir das jetzt hinbringen? Ja, da, wo du die Bäume gefällt hast. Da habe ich ja. Das ist hässlich. Das passt ja überhaupt nicht mit in dieses Schleimding. Sieht aus wie Mystery Castle. So, ist drin im Schleiminkubator. Soll das nicht hier rein? Nee, in den Schleiminkubator da oben. Du sollst nicht die Grünalge essen, du Knallkopf. Kannst du bestimmt jetzt nicht reinpacken, weil ich das reingepackt habe. Sieht ja sehr merkwürdig aus, dieses Gebilde hier. Essen die auch irgendwas? Keine Ahnung. Stimmt. Wo muss man das hier reinmachen? In so einen Setzkasten da oder was? Nein, links oben in der Ecke ist der Slime-Inkubator. Da habe ich aber schon was reingepackt. Ach so, geht immer nur eins. Nee. Yep. Gut, dann verkaufen wir die anderen. Nein, machen wir nicht. Nein, nicht verkaufen, komm. Ja, mach ich. Da macht das scheiß Tor zu so. Halt, Rilly, bleib stehen. Was? Gleich die Lampe an am frühen Morgen. Sauber. Was macht man hier alle in der Quarantäne? Gibt's hier eigentlich Corona? Mir ist es selbstgebrautes gewesen. Der war nicht gut. So. Mene, wo hast du eigentlich deine Tuchwelle hier? Deine Stoffe? In der Kiste. Ja, in welcher? In meinem Haus oder? Ja, die schwarze rechts. Okay. Die schwarze rechts. Ich muss sagen, ich habe eine neue Ruhe in dem Spiel gefunden. Eine neue Ruhe? Na, nicht schlecht. Ja, ich bin nicht mehr so, das muss ich jetzt machen, das muss ich jetzt machen. Nö, ich mach einfach und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, das interessiert hier niemanden. Schaffe ich es nicht. Meine zwei Zuschauer interessiert das. Die sind mir so treu bei dem Format. Bei Seven Tales to Die habe ich deutlich mehr Zuschauer. Aber bei Stadius hält sich in Grenzen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das habe ich auch. Also die Aufrufzahlen sind da deutlich nach oben gegangen. Also von 1 auf 2 oder was? Bestes Eis. Ja, so ungefähr. Nee, ist schon noch mehr. Ihr Penner. Was denn? Du bist jetzt wieder so neidisch. So war mein Haus halt nicht. Es war schöner. Jetzt sei doch froh, da kannst du mal umdekorieren hier. Dekoriere dich gleich um. Dreht man denn nochmal? Mit rechter Maustaste. Ich gebe dir wenigstens auch noch Hilfe. Ja? Bin ja nett. Wie hast du dich? Rilly kommt so schlecht mit Veränderungen klar. So. Tell me something new. So. Mahlzeit. Oh, das ist einigermaßen hübsch. Du musst die Tür abschließen können. Was hast du gekauft? Eine Iridiumangel. Ach. Nein, eine. Versager. Wo hast du das Iridium dafür her? Gar nicht, die kann man so kaufen. Ach so. Ja. Wo denn? Unten bei dem, hier. Diesem Seemannstypen da, wie heißt er denn? Willi! Brillis Kumpel, ewiger genau. Konkurrent.
7,5 kostet. Ist jetzt nicht wirklich teuer. Alter, ich hab doch gedrückt, Junge. Junge, Alter. Alter. Ist so. Weil. Alter. Wo habt ihr die Köder her? Kann man die auch Köder kaufen? Kann man auch da kaufen. Kann man auch da kaufen. Das machen bringt nichts. Das sind viel zu wenige. Ja? Okay. Bei mir gibt's keine Dingsbumsangel. Doch, weiter unten. Iridiumangel. Nö, nee, gibt's nicht. Vorletzte. Fiberglas, Training und Bambu habe ich. Okay, vielleicht brauchst du dann da noch ein bisschen mehr Erfahrung oder so. Ich weiß es nicht. Nee, die kann man sich immer holen. Nein. Ich schwöre. Oder du hast sie rausgekauft und ich kann mir erst morgen eine kaufen. Keine Ahnung. Und den Köder, wie platziert man den? Was? Nutzt er das automatisch, den Köder, oder muss ich den irgendwie das? Auf die Angel ziehen oder sowas? Den Köder musst du mit Rechtsklick auf die Angel ziehen. Alles klar. Das ist ein Artefakt. Ein Artefakt. Und du kannst dann auch noch so ein anderes Ding auf die Angel dann irgendwie befestigen. Auf der Angel, die Angel befestigen. Ein anderes Ding? Ja, so ein Bleiteil, dass die nicht so springt, wenn du sie runterlässt. Aha. Das nennt sich, ja, weiß ich nicht, hat aber so ein Angelblei bestimmt. Ja, das kannst du dir auf jeden Fall auch kaufen bei dem und dann steht extra da irgendwie verhindert, dass die Angel am Boden oder am Grund rumspringt quasi. Okay. Und dann ist es so ein bisschen träger, wenn du es versuchst hochzuziehen. Okay. Nutzt sich aber auch ab. Oh. Tja, und schon ist Feierabend. Welches war das? Was? Welches war das? Irgend so ein Blei. Wo der sich verkleideter Dreher. Verlocken? Nee. Erhöht die Bissrate will ich nicht. Ich will nur die Chance schätzen. Nö. Erhöht. Wasser zu drehen, erhöht die Beißrate. Ich will nicht Beißrad erhöhen, ich will, dass er langsamer da. Das ist uns so ein Blei. Widerhaken, da, macht den Fang sicherer und bringt die Fischleiste dazu, sich an den Fisch zu heften. Funktioniert am besten bei langsam schwachen Fischen. Ja, das ist ja logisch. Also brauche ich einen Widerhaken, oder was? Solltest du mal wieder drüber nachdenken. Kupferbarren, Eisenbarren, Goldbarren. Hast du das Rezept irgendwo gelernt, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Kohle geangelt, na super. Wieder Haken. Damit gehe ich jetzt nochmal kurz dahin. Versuchst du dein Glück nochmal? Ja, ja. Ein richtiger Seemann. Gibt nicht auf. Ja. Also wenn mir hier beim Angeln zuguckt in dem ein Spiel, weißer der greift sich wahrscheinlich mal auch an den Kopf. Warum? Ich fange die Fische nicht. Vor allem hast du die einfachen, wie kann man die nicht fangen? Guck dir einfach mal meine Folge an. Nee, ja, manche sind da schon ziemlich flink unterwegs. Ja, ich schenke dir keinen Klick. Ah, also mit dem Widerhaken muss man halt nicht mal mehr die Maus berühren, in meinem Falle. Sondern? Also er macht dann alles automatisch, oder nicht? Ja. Also okay. Bei den normalen Fischen. Okay. Ist doch hier dasselbe Gewässer, oder? Der müsste doch hier auch sein. Du musst doch nicht so weit jetzt dahin latschen, oder? Ach. Aber dem Schnellen wird das nichts bringen, der Widerhaken. Jetzt zerreißt du ja wahrscheinlich dann bloß die Leine. Nein, nicht. Wer bist du denn? Ein Heilbutt. Mhm.
Wo seid ihr denn? An der Stelle von eben, oder was? Nö, ich angel unten beim am Meer. Ja, aber von wegen. Den ja nicht. Ich weiß, aber ich habe mir halt hier die Angel gekauft. Alter, komm mal klar, Fisch. Was hatte ich denn immer noch nicht? Rasse? Ich habe Tintenfisch gefangen. Oh, aber die Köder, die gehen echt schnell leer, ne? Mhm. Bei jedem Angeln. Selbst wenn du Schrott angelst. Aber die kosten wirklich nicht viel. 5 Gold hier unten. Aber es ist jetzt wirklich die Frage, wenn man die selber macht, kommen wir mal 10 raus, oder? Mal gucken. Immer so eine Ködermaschine da unten. Einer? Nee. Bist du sicher? Da ist er wieder. Okay, den gibt's auch doch nur hier vielleicht. Boah. Ich hab den über die Hälfte gerade gehabt. Hälfte. Wenn man eigentlich beim Angeln in Stardew Valley nach Klicks fragt, ist das dann Clickbait? Halt mal ans Maul, ich bin hier mega konzentriert einfach. Tom, der war nicht schlecht. Aber war wahrscheinlich ein mega Brüller. Verdummt. Oh Gott, ey, ich war aber gut. Leute, ich bin wieder angefixt jetzt. Ich hol das Ding jetzt. Ja, hol den Pott. Komm ran! Komm in meine Arme! Wo ist denn die Ködermaschine? Vor allem, was muss man da reinhauen? Ja, die muss man nichts reinhauen, glaube ich. Die produziert die einfach. Hast du die schon rausgenommen? Weiß ich nicht. Anscheinend doch. Oh, ich warte den fast. Es wird spät. Komm heim, Brilli. Oh ja. Sonst bleibst du wieder mitten auf der... Alter, ich hatte den gerade fast. Ja. Hat er es eigentlich wieder hergerichtet in seiner Bude? Ja, anders. Was ist das denn? Ornament... Ein Ornamentfächer. Stunde habt ihr noch. Fisch. Ich bin in wenigen Sekunden hinterher. Bin drin. Alter. So. Jetzt steht der Köder hier vor meinem Bett. Alter, hau ab, ich komm nicht ins Bett. Junge, hau ab. Geht auf der anderen Seite ins Bett. Ich kann nicht in mein Bett gehen. Weil der blöde Hund hier genau vorm Bett liegt. Alter, hau ab. Aber, hey, ich komm nicht in mein Bett. Ich schaff's auch nicht. Hallo? Was soll denn das? Ich sag doch, eine Katze ist besser. Alter, seit wann pennt der bei uns oder bei mir in der Bude? So einen Tag machen wir noch, oder? Ja, komm, dann haben wir. Der will nur einfach diesen Fisch haben. Ja, ja, ist klar. Ich bin angefixt. Das ist so vorhersehbar, warum der jetzt noch weitermachen will. Ich sehe mich schon einen Schnitt machen mit diesem typischen SpongeBob-Ausschnitt. 1 hour later. Genau. An eternity later. Ja. Billy, du hast Glück, dass ich die letzte Nacht gefunden habe. Bla, 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 blub. Und dann so Jahr 4. Geld er mitgenommen hat. Hat er jetzt irgendein Item? Nö, ne? Oh, hier kann man schon was ernten. Eine Pastinake. 1 year later. Also die Pastinaken waren schon mal fertig hier drin. Neuer Tag, neues Glück, Leute. Das ist eine Folge 100, wie man sie sich wünscht. Ja. Nur am Strand angeln. Im Winter, arschkalt. Dann war ich nicht mal gucken, ob der Verkäufer da ist. Nicht läppsch. Läppscher Typ, der Brilli.
Ah, den kann ich hier noch einpflanzen. Ja, Zwiebel, komm doch mal mit deiner Iridiumangel runter da. Kannst du mal versuchen, ob du ihn kriegst. Ja. Aber kriegst du ihn nicht. Kriegst du ja nicht mal an die Angel. Es gibt 5 Köder aus der Maschine. Really. Okay. Quack, quack, quack. Bist du wieder da, wo vorhin auch? Ja, nur da habe ich ihn bis jetzt gefunden. Okay. Man hört schon von weitem deinen Wusch. Der ist aber auch ein krasser Wusch. Ja, absolut. Noch nie einen krasseren Wusch gehört. Ja. Ja, noch hat er sich nicht blicken lassen heute. Vielleicht kommt er erst abends. Nee, ab 12. Okay. Also war letztes Mal um 12 hatte ich ihn das erste Mal. Vielleicht kommt er aber nur, wenn man ein Bier getrunken hat. Ich weiß es nicht. Das war leider heute Morgen noch nicht fertig. Oh, da ist er! Und schon verloren. Schlechter Start. 1-0 für dich, Arschloch. Dieser Wiederhaken bringt aber dann auch nichts. Manchmal bringt er was und manchmal nicht. Verstehe ich noch nicht. Kacke. Jetzt war ich zu gierig, jetzt wollte die Schatzkiste mit haben. Hier, warte mal, Zwiebel. Warte mal, ich habe hier gerade einen, der auch ein bisschen am Rumfuhrwerken ist. Alter. Was denn? Wiederhaken. Danke. Kannst du auch benutzen. Und den hast du jetzt anstelle von dem Blei dran. Ja. Okay. Ah, Bleifischköder, ja. Okay. Willst du noch ein paar Köder haben? Nee, habe ich noch. Mene, was machst du eigentlich? Ich gucke jetzt mal, ob ich jetzt diese Iridium-Angel kaufen kann. Ob du die vorhin okay. ausgekauft. Ist natürlich keiner hier zum Kaufen. Ja, der Willi macht, was er will. Aber echt. Ah, jetzt verstehe ich, wie der Wiederhaken funktioniert. Das ist natürlich auch ganz geil. Ja, manchen Fliegen musst du nichts mehr machen. Ne. Wenn ihr beim Angeln seid, müsst ihr mal auf die Schneeflocken starren, die über dem Wasser fallen. Da wird einem richtig schwindelig. Was ich die ganze Zeit tue. Ja. Das ist ganz ramdösig. Das ist so. Der hat aber auch so eine Halbwertszeit, ey. Die geht so schnell runter. Boah, eine Halbwertszeit. Jetzt wirft er wieder mit hier solchen Fachausdrücken um sich. Ja, die anderen, da geht das. Der Balken nicht so schnell runter. Bei denen geht's zack, ist es schon weg. Eine Sekunde bin ich in dem Fenster, wo man den angeln kann. Was? Ich glaube, jetzt habe ich gerade den Wiederhaken aufgebraucht. Nein. Ich habe den gerade aufgebraucht. Okay. Du hast den doch gerade erst dran gemacht. Ich habe damit 20 Mal geangelt. Naja, weil der jetzt bei dem Fisch nämlich hier. Der war gar nicht schnell, der Fisch, aber da ist der Balken dauernd gerutscht. Vielleicht funktioniert er nicht immer, keine Ahnung. Achso, dass der so ein bisschen random ist. Das kann sein. Ja, funktioniert nicht immer. Alter, was war das denn? Schön, Thunfisch hat er gefangen. Und das eine Tigerforelle. Jetzt komm schon, komm. Gib mir einen guten Start, so wie eben. Den hatte ich doch schon einmal. Manchmal muss man nichts machen, manchmal muss man was. Wie soll man das denn ahnen? Ja, mittendrin jetzt ist anscheinend der Wiederhaken aufgegangen. Ich weiß es nicht. Tja, jeder Fisch ist anders. Ist das nicht so ein Spruch im Rheinland?
den Fisch zu fangen ist 100-mal schwerer als komplett alle Dark Souls Spiele in einem Run zu schaffen. Hitless. Wenn ich das schaffe, mache ich, dann kriege ich Milliarden Klicks auf YouTube. Ja. Und Abos. Er hat den geschafft, Alter. World First, schreibst du dann deinen Titel. Genau. Den hat ja noch nie jemand gefunden, diesen Fisch. Das ist ein Entwickler-Gimmick. Easter Egg, wie heißt denn das? Ja, Easter Egg. Gimmick, Easter Egg, Bug. Hack, hack, hack. Ich kann, nein! Ich war wieder ganz gut. Oh Gott, das ist so frustrierend. Ich muss immer ein Baguette in die Figur werfen, hier gab Hunger. Stimmt, das sehe ich auch gerade erst. Aber was war's dabei? Ja. Sag mal was. Ich schlafe hier wirklich noch ein. Ja, sind ja, komm doch auch mit zum Angeln. Ja, ich angel doch, aber halt. Ach so. Ich habe auf den Willi gewartet, aber der kommt nicht zur Arbeit scheinbar. Ach so, du bist. Was ist denn heute? Heute ist Samstag. Na, könnt er nicht. Der ist vielleicht bei Pam versumpft. Ja, scheinbar. Fetten Kater. So, jetzt kommt Gustav. Nächste Runde. Der alte Mann und das Meer. Ach Gott, man muss den richtig ein... Wie sagt man denn? Man muss vorausahnen, wo er hingeht. Sonst geht's gar nicht. Du musst die Angel, du musst die Angel sein. Du musst den Fisch lesen. Ja. Sei der Wurm, sei der Haken. Ha! Ha! Nein! Nein, es verliert wieder alles. Es verliert wieder alles an Wert. Weil? Ich hatte den schon bis auf die letzten Zentimeter. Jetzt ist wieder alles weg. Ach, Rilly. Oh, so gut. Ich war so gut. RIP Stardew Valley. Oh. Mann. Oh, C-Cucumber. Boah, ich hab ihn. Ja. Ich hab ihn. Ich hatte ihn. Hattest du ihn? Ja. Und? Er hat so einen Buppel da auf dem Kopf. Hast du ihn auch geangelt? Ja, klar. First try, world first. Ja. Ich hab ihn nochmal. Dreh dich nie wieder mit Zwiebeln. Also ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Ja, das sag ich ja. Aber ich hatte ihn schon bis auf einen Zentimeter. Ja, aber wie hast du das gemacht? Ich meine, der schießt doch gleich von ganz unten bis ganz oben. Manchmal hat man Glück, dann bin ich ganz oben, dann bleibt er eine kurze Zeit da. Ach so. Ein krasser Typ. Ich glaub's mir jemand. Alter, meine Güte. Aber vielleicht kommt er auch nur im Winter. Ich meine, warst du hier schon mal zum Angeln oder? Nee, wahrscheinlich kommt er nur im Winter, keine Ahnung. Toll, die eine sagt, ich riech nach Gras und das im Winter. Also. Mähne, du sollst nicht mehr so viel kiffen. Ja, aber echt. Schön mit so einer Graswolke dazu. Man braucht einen guten Start. Wenn man den schon nicht hat, dann kommt man da nicht mehr rein. Das ist wie mit Pam. Mhm. Erzwingen kannst halt nichts. Nee. Dabei hatte ich eine 10er-Karte. Freut das sich. Eine Lochkarte. Wann kommt das Projekt hier um 22 Uhr? Ne, ist alles gut.
Musst du jetzt eigentlich, wenn ihr ein Video ladet, auch immer irgendwie einstellen, leicht vulgäre Sprache? Was? Nee. Nee, das haben sie wahrscheinlich nur wegen dir gemacht. Nee, jetzt meinst du, wenn man, nee. Das sind ja jetzt noch ein paar neue Punkte in diesem Upload-Fenster. Ich lade nie mit YouTube selber hoch, sondern nur zum Tool. Ach so. Ja, kann ich, muss ich mal gucken. Und was steht da drin? Das ist jetzt hinter der Monetarisierung. Ne, die mache ich ja dann an und dann steht da, kann man so ganz viele Sachen auch auswählen. Es reicht aber, wenn du dann einfach nur sagst, es beinhaltet eventuell leicht vulgäre Sprache. Okay. Ich habe ja keine Monetarisierung an. Nee, es hat ja nicht jeder hier YouTube Money im Überfluss. Wenn ihr die aus habt, dann ist das eh obsolet. Aber ich muss angeben, ich hatte gerade wieder richtig guten Start, ey, so eine Scheiße. Ja genau, dieses Koppa kommt halt immer, oder ist ja eigentlich nur einmal sagen, ja oder nein. Jetzt ist der Hund bei mir. Ah. Liegt der auch so blöd vorm Bett, oder was? Der liegt vorm Bett, aber ich komme bequem vorbei. Okay. So, einmal noch in der Gegnerhose. Einen richtig guten Lauf. Es ärgert mich, dass die Hasenpfoten so lange dauern. Das nervt ein bisschen. Was das auch viel zu lange gedauert hat, Mene? Was denn? Unsere Freundschaft. Meinst du, die dauert schon zu lange an, die sollten wir beenden? Oder? Wie soll ich das verstehen? Vor allen Dingen geht Brilli muss einfach jetzt mal eine Stunde. Eine Stunde? Gucken die Nein, Leute Brilli muss sich jetzt konzentrieren. Er muss seine gesamte Aufmerksamkeit in diesen Fisch lenken. Also, ja, das kann man ich wirklich schreiben, Fisch one sein. Hour later. Ja. Vorausahnen, wo der hingeht. Sei der Fisch, Brilli. Sei der Fisch. Sei glitschig und kalt. Ich guck mal kurz im Wiki, was das für ein Fisch ist. So. Fisch. 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 Angelbare Fische. Guck mal nach Arschlochfisch. Ich beende dieses Projekt nicht, Leute. Ich diesen Fisch nicht habe. Brilli, komm heim. Ja, ich komme. Och, Mann. Jetzt habe ich jetzt beendet mir dieses verkauft. Projekt, ohne dass ich dieses Fisch jemals gefangen habe. Warum? Du hast doch gerade gesagt, wir beenden das Projekt nicht. Ja, aber ich bin ja hier nicht der alleinige Herrscher über Stadio und unsere Projekte. Ja, liebe Freunde. Schaffst du es? Schlecht nein, sagen. Jetzt gerade. Ja, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Ich komme gerade nach Hause. Ja, eigentlich ich hab's ja. offensichtlich nicht geschafft. Mann, nicht den Fisch zu fangen. Ja, nach Hause komme ich. Ah. Ach, das war für dich. Sorry. Ah. Das lässt mich den Schmerz vergessen. Ertränkt deinen Schmerz. So. Ja, Leute, wie gesagt, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir noch weiter aufnehmen sollen. Habt ihr noch Bock drauf oder lieber ein neues Projekt? Genau, wir nehmen ja auch gerne Vorschläge entgegen vielleicht mal. Auf gar keinen Fall. Doch, fände ich mal ganz cool, wenn die Leute mal sagen würden, was sie gerne sehen würden von uns. Ja, aber dann kommt doch eh wieder nur PUBG. Ja, oder ja, Minecraft. Was, weißt du, ich wünsche mir auch einen PUBG Pony. PUBG habe ich halt durchgespielt, da war ja der Beste. Ja, also ich wünsche mir einen Pony, aber kriege ich keinen. Deswegen, man kann sich ja Sachen wünschen, aber die muss man deswegen noch lange nicht kriegen. Mhm. So. Und wir haben ja ein Ersatzformat. Was denn? Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja. Also. Also, der Mene war dran. Ja, wir müssen ja alle auch tschüss sagen. Also, ja. Vielen lieben Dank für alle, die jetzt Folgen. Hier 100 Folgen Stadio geguckt haben. Fall. Ja, sich durchgekämpft. 100 Folgen, alter Falter. Ja. Wir gucken dann mal, ob es noch weitergeht oder nicht. Guck. Ich will auf jeden Fall, gucke ich jetzt, wie man diesen Fisch kriegt. Ich bin ganz rot, seht ihr? Achso, du nimmst ja immer mit Facecam auf, stimmt ja. Ja. Ja, liebe Leute, ja. Vielen Dank für eure vielen Unterstützung Dank. Hier bei den Hofgeschichten. Es hat mir eine Heidenfreude gemacht, mit den beiden hier durch das Stadio zu stratzen. Und ja, wie gesagt, wir pausieren erstmal und gucken dann mal, ob und wie es weitergeht. So, genau, machen wir das. Vielen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Bei welchem Achso, Projekt guckt auch immer. Natürlich in die anderen Formate. Oh ja, yeah, in Seven Days to Die geht es richtig ab. Da geht es richtig ab, genau. Ja. Ciao, Leute. Bis dann. Tschüss.